An dem Beispiel von einer Baustelle kann man eigentlich ganz gut veranschaulichen, was die Fähigkeiten von einem Wirtschaftsingenieur sind. Auf der einen Seite gibt es natürlich das Baukonstruktive, was wir lernen. Auf der anderen Seite fängt das schon bei uns an bei der Baurechtschaffung, also rechtliche Aspekte. Und das übergeordnete Thema ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit, also rechnet sich das Bauprojekt überhaupt? Ich bin Nikolas und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Bau an der Hochschule Mainz. Im Berufsleben füllt der Wirtschaftsingenieur eine Schnittstelle zwischen diesen ganzen Spezialisten, also Architekten, Bauingenieuren, Technikern und kann dort eben koordinierend, übergreifend agieren und diese Experten lenken. Dadurch, dass unser Studiengang so breit aufgestellt ist, beleuchten wir fast alle Facetten, die so ein Gebäude mit sich bringt. Und es macht Spaß, sich auch mit anderen Studiengängen darüber auszutauschen und zu diskutieren. Mein Name ist Jana und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Bau. Der Wirtschaftsingenieur spielt in der Projektentwicklung eine sehr große Rolle. Beim Wirtschaftsingenieur läuft alles zusammen. Wir koordinieren die Abläufe des Projekts und wir stellen sicher, dass das alles seinen Lauf nimmt. Der Umgang unter uns Kommilitonen ist sehr familiär. Wir arbeiten sehr stark zusammen, sind ein gutes Team. Und durch unsere Hochschulgruppe wird man auch noch weiter vernetzt. Die Kommunikation mit den Professoren und den Dozenten läuft sehr gut. Ich habe das Gefühl, tagtäglich Unterstützung zu bekommen. Man kann Bauleiter sein oder auch in einer Bank arbeiten als Banker oder ein Gutachter, ein Projektentwickler. Das sind Berufsbilder, die man ausüben kann, nachdem man Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat. Also eigentlich nur eine Berufsrichtung und da gibt es zahlreiche Berufsfelder. Ich habe in viele reingeschnuppert, ich habe viele Praktika gemacht im Studium und da einfach alle Facetten mal kennengelernt, weil es so vielseitig ist. Ich bin der Nico und ich habe mein Bachelorstudium an der Hochschule Mainz im Wirtschaftsingenieurwesen absolviert.